Geht Vinzenz im Schnee, gibt's viel Heu und Klee. So heißt es für den morgigen Tag. Die Chancen für eine reiche Ernte stehen gut, denn mit Schnee ist morgen durchaus zu rechnen. Mit minus 8 Grad am Morgen wird es am Freitag wieder frostig kalt. Im Lauf des Tages bewegen sich die Temperaturen dann aber mal auf den Gefrierpunkt zu. Gegen Abend ist wieder mit Niederschlägen zu rechnen. Nachts könnte das Thermometer sogar positive Werte anzeigen bei Regen oder Schnee. In den kommenden Tagen steigen die Temperaturen wieder etwas an. Auf bis zu 5 Grad erwärmt es sich am Montag. Am Samstag ist noch einmal mit Niederschlägen zu rechnen, je nach Höhenlage mit Regen oder Schnee. Sonntag und Montag dürfte es aber trocken bleiben. Den Kreislauf sollte die aktuelle Wetterlage nicht negativ beeinflussen. Menschen mit Herzbeschwerden sollten es aber langsamer angehen lassen. Auch Kopfschmerzen sind nicht auszuschließen.